Liebe Freunde, liebe Zuschauer, ich grüße euch herzlichst. Ehemals Univut Freies Fernsehen, mittlerweile seit 2017 heißen wir aber Freies Fernsehen, wie Sie haben es vielleicht mitbekommen. Kurz dazu, Univut Freies Fernsehen gibt es als Sendeschiene im offenen Kanal Berlin, im Alex offenen Kanal Berlin seit 2004 und 2017 sind wir nun Freies Fernsehen und die Zusammenarbeit mit der Aktion Freistadt Angst e.V. hat sich vertieft so weit, dass wir jetzt in Zusammenarbeit hier ein Podcast starten, ein Videopodcast genannt Gespräche. Heute werden wir uns ein bisschen ja, über Neues, über Entwicklungen, über Beobachtungen unterhalten. Das, was uns aufgefallen ist im Bereich des Datenschutzes, im Bereich der informationellen Selbstbestimmung und im Bereich der Algorithmen, der Erfindungen, der Digitalisierungswünsche dieser Welt, die sich so außerhalb von uns gestaltet und immer weiter gestalten möchte. Da gibt es viel, da passiert viel und vieles wissen Sie noch gar nicht oder haben vielleicht noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht wird sich das eine oder andere für Sie klären im Verlauf. Willkommen, Herr Rainer Hammerschmidt, Herr Dr. Rainer Hammerschmidt von Aktion Freistadt Angst zum Gespräch. Ja. Was ist dein Background? Ja, habe ich mal Physik studiert und bin dann aber in die Computerei eingestiegen und habe eben CAD, also Computer Aided Design gemacht und bin dadurch zu einer Tochter von der Telekom gekommen, die es damals hier in Berlin gab, Berkom, Berliner Kommunikationsnetz. Da ging es darum, eben möglichst viel Datenverkehr zu erzeugen und zu beweisen, dass eben die Telekom der beste Verein ist, um das durchs Netz zu jagen. Und ja, wir hatten versucht, möglichst viel Daten zu erzeugen, also zum Beispiel immer Anwendungen zu entwickeln für die CeBIT, das zu demonstrieren. Im Weiteren ging es dann natürlich auch darum, diese Anwendung eben möglichst sicher zu machen, dass also eben nicht da beliebig andere Hacker oder sonst wer Kriminelle Zugang zu den Daten bekommen. Und also ein Schwerpunkt war dann natürlich eben der Datenschutz. Also habe das bei der Arbeit auch schon gemacht und als angehender Rentner dann eben weiter zu Hause. Und in unserem Verein, eben Aktion Freistadt Angst, gibt es seit 2009, also jetzt schon 14 Jahre. Wir haben aber auch schon also dieselben Leute vorher zusammengearbeitet in den Auseinandersetzungen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das ging ja schon 2007 los. Datensicherheit und Datenschutz, das ist ja oft ein Thema heutzutage. Wir kennen Datenpannen, Datenlecks. Ihr habt doch eine Sammelstelle auf der Webseite. Das habe ich vorhin in der Vorbesprechung nicht gesagt. Aber da ist eine Datensammelstelle, also eine Datenleck-Sammelstelle, die man so in den Nachrichten und überhaupt, wo überall berichtet wird. Sammelt ihr das immer noch? Ja, na, wir schreiben ja ungefähr jeden Tag so irgendeinen Artikel, nicht immer eben selbst ausgedacht, sondern teilweise eben zusammengesucht aus der Presse. Und dadurch sind uns in den letzten 14 Jahren eben, weiß ich, jetzt sind wir bei 8.300 Artikeln, die wir da gesammelt haben. Und man kann dann einfach mal nach dem Wort Datenskandal oder Datenpanne, Datenpannen sind ja eigentlich viel interessanter, weil die eben so aus Versehen passiert. Die Skandale, das weiß man ja und da gibt es ja auch genug Zeitungsartikel oder andere investigative Reporter, die darüber berichten, dass eben bestimmte Sachen unsicher sind, aber dass eben trotzdem Pannen einfach passieren, wo man eigentlich dachte, alles wäre sicher, das ist dann schon immer ein Aha-Erlebnis. Ja, mir fällt ja auf diese unglaublich hohe Erwartungshaltung, die da ist, wenn Menschen über die Digitalisierung nachdenken und dann denken, es ist doch klar, dass alles sicher ist. Natürlich machen die Unternehmen das sofort als allererstes alles sicher und niemand kann da rein und es ist eine Festung. Und ich meine, rein technisch gesehen, weißt du, dass das kaum möglich ist, rein technisch gesehen? Und rein finanziell gesehen ist da auch noch mal ein anderer Berg dahinter, wie viel es kostet, Daten so sicher zu machen und immer noch leicht zugänglich für den Nutzer selber und immer noch nutzbar zu lassen. Also was ist da dein Eindruck? Naja, es ist ja so, dass hat man inzwischen durch, weiß ich was, 30 Jahre eben Datenverarbeitung gelernt, dass eben ungefähr in jeder tausendsten Zeile von Programmcode eben ein Fehler drin ist. Davon wird eben vielleicht 1 oder 2% gefunden
Und der Rest dümpelt so vor sich hin, bis er eben mal von irgendjemandem ausgenutzt wird. Und ja, damit müssen wir leben. Also eine hundertprozentige Sicherheit wird es da nie geben. Aber der Aufwand, den man eben reinstecken sollte, um sowas zu beseitigen, der ist nicht unerheblich, aber der ist eben notwendig. Und ja, dazu Ja. kann man eben Firmen ja auch schlecht zwingen. Also gut, man kann sie an Pranger stellen, was eben teilweise jetzt durch die Datenschutzgrundverordnung ja auch passiert, weil da drin sind eben Bußgelder, also erhebliche Bußgelder eben vereinbart. Und einige hat es auch schon erwischt, also eben Google und Facebook immer an erster Ja. Stelle. Wie du schon sagst, der Aufwand, der betrieben werden müsste, das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist ja erst gekommen, nachdem die Menschen angefangen haben zu meckern oder es eben rauskam. Das ist immer so eine Sache. Wir glauben, Digitalisierung sei einfach und sicher und natürlich wird es kommen. Jetzt nur mal mein Eindruck, mit der Digitalisierung ist die Datensicherheit, ist ein Teil der Digitalisierung. Und so wie ich das sehe, kaum wirklich mit so vielen sensiblen Daten realistisch umsetzbar. Aber der Wunsch ist ja da. Und das Ziel ist ja da. Und jetzt wird da immer mehr Geld reingesteckt. Wir haben jetzt ein Beispiel. Wir hatten vor einer Weile Die EPA, elektronische Patientenakte, gesprochen. Darüber haben wir schon mal ein Gespräch geführt. Das hieß dann noch nicht Gespräche, aber wir haben es geführt. Kannst du uns ganz kurz sagen, was ist das? Ja, das nächste Monster, kann man sagen. Also wir hatten ja auch doch schon 20 Jahre wahrscheinlich her, da wurde eben die elektronische Gesundheitskarte eingeführt, auf der eben, also die auch alle möglichen Probleme im Gesundheitswesen lösen sollte, angefangen damit, dass die Notfalldaten darauf gespeichert sind und dass eben alle Ärzte sofort immer sehen, wer einen sonst behandelt hat. Und da wurden, na, inzwischen wahrscheinlich mehr als 8 Milliarden Euro reingesteckt. Andere Länder waren erfolgreicher, also in Österreich und Schweiz hat es besser funktioniert. In Großbritannien hat es gar nicht funktioniert. Die haben es nach 4 Milliarden Pfund, glaube ich, haben sie es eingestellt. Ja, und dann Fazit war so vor 4 Jahren etwa, dass eben, da kam das Foto drauf. Nee, das Foto war vorher schon drauf, aber irgendeine Änderung hat sich in den Systemfunktionen ergeben. Aber praktisch war auch nichts weiter passiert als eine Plastikkarte mit Foto und einem Ja. Magnetstreifen eben für den Arzt zum Einlesen. Und dann kam eben die Idee, man müsste eben statt die Daten auf die Karte zu packen, die Daten zentral speichern in einer elektronischen Patientenakte, die dann irgendwo im Netz bei der betreibenden Firma, das ist die Gematik, da steckt eben zur Hälfte der Bund mit drin, also im Wesentlichen als Geldzahler. Und weiter steckt dann eben zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung drin und andere Firmen, also weiß nicht, Avarto heißt die eine, eben private Firmen, die damit eben gutes Geld gemacht haben, weil ja eben alle Arztpraxen, Kliniken und so, die mussten ja dann mit den entsprechenden Anschlussgeräten versorgt werden, damit sie da die Karte reinstecken können und eben ein gesichertes Gesundheitsnetz aufspannen, also die sogenannte Telematik-Infrastruktur. Und naja, gut, und die wurde dann auch vom Chaos Computer Club innerhalb von, naja, will ich jetzt nicht sagen, wie lange sie daran gearbeitet haben, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben sie in einer Demo in 10 Minuten gezeigt, wie man eben das Gesundheitsnetz hacken kann. Und die Folge ist, dass jetzt, Sensiblen Daten. ja, war mit den sensiblen Daten, genau, das muss man sich immer klar machen. Und die Folge davon ist jetzt, dass eben 300 Millionen investiert werden in neue Geräte, die eben bei den Arztpraxen und in den Kliniken verteilt werden, die dann eben sicherer sein sollen und diese Schwachstelle beseitigen. Aber die nächste Schwachstelle wartet schon hinter der Ecke. Ja. Was meinst du denn, warum das in Österreich und Schweiz umgesetzt werden konnte, also funktionieren kann und hier in Deutschland nicht und in England gar nicht? Gibt es da einen Grund vielleicht? Ja, keine Ahnung. Also es gibt Leute, die behaupten, es liegt an der Menge also 82 Millionen Menschen in Deutschland, davon
gesetzlich Versicherte, für die es ja erstmal zutrifft, sind es ungefähr 60 Millionen. Kann sein. Ich denke auch, dass es die Masse ist an Daten. Vielleicht ist das System für diese Masse in der Form, wie es vorgedacht wurde, oder wie es geplant wurde, nicht geeignet. Da könnte ich ein schönes Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern von der Telekom. Die Telekom war ja mal zuständig für die Einrichtung des ALG2, also auch ein riesen Softwaresystem. Und um sich's einfach zu machen, hat dann die Telekom eben eine israelische Datenbank gekauft. In Israel wohnen 3 Millionen Menschen und hat das dann versucht, auf die Arbeitslosen hier loszulassen. Und das gab auch eben lange Verzögerungen. Also ich weiß nur nicht, ob es ja jetzt Jahre waren oder Monate, aber also Monate waren es in jedem Fall. Das heißt, wir haben da Konstruktionsfehler oder Planungsfehler schon vorher. Wenn jetzt jemand da an der Position sitzt, der das nicht versteht, der Unterschied zwischen 1 Million und 80 Millionen, der das nicht so richtig begreifen kann, was das technisch bedeutet, wie viele Milliarden wurden da schon reingesteckt? In die Gesundheitskarte sind es also über 8 Milliarden und für die EPA gibt es noch keine richtige Zahl, aber ich denke, 2 Milliarden sind inzwischen weg. Es ist wahrscheinlich über 10 Milliarden und immer noch nicht hat man begriffen, was ist passiert. Aber es haftet ja auch jetzt nicht irgendwie die Person, die das oder die Gruppe, die das fehlerhaft beginnend hat zu entwickeln. Die haften ja nicht, ne? Dieses Problem haben wir ja grundsätzlich in der Politik sowieso auch, dass eben Minister irgendwas machen, wie das Mautsystem oder andere Sachen, die angestellt wurden, und die Minister sind inzwischen eben im Ruhestand und kriegen eben ihre schöne Pension, und den Schaden von dem Ganzen trägt die Allgemeinheit. Das ist leider so. Nun hast du gesagt, oder beziehungsweise der Sinn dieser EPA ist ja gar nicht so schlecht. Auf der einen Seite haben wir diese Akten, jeder hat seine persönliche Krankengeschichte, die dann sozusagen gespeichert werden soll, aber zentral, das ist dann ein Problem, die soll eben nicht auf der Karte gespeichert sein. Und dann hätte der Vorteil aber, dass man von überall auch ohne Karte rankommt. Also Notfälle wären dann besser versorgt, das ist ganz klar. Es gibt einen zweiten großen Vorteil für die Forschung, oder man kann es als Vorteil bezeichnen, aber es ist ein bisschen schwierig, die Auswertung der Daten, die man möchte, nach Krankheiten, nach also quasi die Forschung kann die Daten nutzen, später vielleicht auch nur noch mit einem Häkchen erlaubt oder mit einem Häkchen abgelehnt, je nachdem, wie man sich dann einigt. Das wäre für manche ein Vorteil, für manche auch ein Nachteil. Manche möchten nicht, dass ihre Daten genutzt werden und so weiter. Das ist alles Kommunikation, das ist alles Technik, das ist alles eine Masse. Und dann haben wir den dritten Aspekt, ein negativer Aspekt, dieser Datenhandel, ja, der Verkauf der Daten, das Entnehmen, das Stehlen, das Verkaufen, und das sind eben diese sensiblen Daten. Das sind ein bisschen noch andere Daten als nur Körpergröße und Augenfarbe. Und da kann es durchaus zu großen Problemen führen. Insofern ist eigentlich dieses Ja dazu noch gar nicht so richtig greifbar, oder? Weil genau, die Probleme sind ja noch nicht gelöst. Genau, nee, gelöst ist eben keins von diesen Problemen. Also man hätte ja gerne eben eine Krankengeschichte, die dann wirklich eben für alle Ärzte zugreifbar ist, also zumindest die behandelnden Ärzte. Das ist ja auch immer der Unterschied, wie grenzt man das ein. Wenn man eben irgendwelche psychologischen Untersuchungen hatte oder Therapien, das muss ja nicht unbedingt der Zahnarzt wissen und umgekehrt. Und diese Abgrenzung ist sehr, sehr vage. Und gut, jetzt die Weitergabe an die Forschung, wobei man Forschung erstmal definieren müsste. Also wenn Forschung eben Hochschulen sind, die eben staatlichen Regulatorien unterliegen und eben kontrolliert werden, kann man ja noch drüber nachdenken. Aber wenn es eben die Pharmaindustrie ist, die teilweise in Deutschland sitzt, teilweise aber auch in anderen europäischen Staaten oder sonst wo, und die bekommt eben Zugriff auf die Daten, dann ist die EPA eben nicht mehr eine deutsche EPA, auch noch nicht mal eine europäische, sondern eben eine weltweite. Und wer da alles reinhacken kann oder könnte,
Das weiß heute noch keiner. Ja, du hast erzählt Neuerungen. Was passiert da jetzt zur Zeit? Wir stehen ja da, wo sozusagen jetzt diese Geräte, muss man vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, ein technisches Gerät in jeder Praxis, da wird die Karte aufgelegt und dann soll der Arzt sehen, was da alles zentral gespeichert ist, von einem drinne ist, wenn man denn das wollte. Man konnte sich das noch aussuchen. Jetzt hast du gesagt, gibt es eine Neuerung von einem noch nicht funktionierenden System? Was ist da passiert? Das war die Sache mit dem Hack vom Chaos Computer Club. Also denen ist es eben gelungen zu zeigen, dass man innerhalb von 10 Minuten an die Daten rankommt. Und sie haben auch darauf hingewiesen, was man hätte ändern können in der Software. Die Industrie, oder besser die Gematik, hat trotzdem entschieden, wir kaufen für 300 Millionen neue Geräte in jede Praxis. Das heißt also, das ist auch wieder ein Investitionsschub, der da losgelassen wird und eigentlich unnötig ist. Das fand, also der CCC hat darüber auch eine Pressemitteilung gemacht, die wir hier einblenden können, dass es also gar nicht nötig gewesen wäre, dieses Geld auszugeben, wenn man das eben softwaremäßig gelöst hätte. Aber ist nicht im Interesse der Industrie. Nochmal zurück zur Forschung. Wenn eben die Pharmaindustrie Zugang zu den Daten hat, dann entstehen daraus natürlich irgendwelche Produkte, an denen dann die Pharmaindustrie, die jeweilige Firma, eben ihren Profit machen möchte. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, die sind nur darauf gekommen, auf diese Entwicklung, die sie gemacht haben, weil sie die Daten auf diese Daten zugreifen konnten. Das heißt also, eigentlich kommt die Allgemeinheit oder der Staat den Firmen entgegen mit dem Zugriff auf die Daten und das Geld, der Profit bleibt dann trotzdem in der Privatwirtschaft hängen. Und das ist eigentlich auch eine traurige Sache. Das ist ein grundsätzliches Problem, das haben wir ja in mehreren Bereichen. Du hast jetzt gesagt, in der Vorbereitung, da ist jetzt was neu. Was ist da jetzt neu? So ganz konkret, was ist da jetzt passiert? Na, was jetzt passiert ist, ist, wir haben ja die EPA, die wurde eingeführt eben im Januar 21. Am 1. Januar 21 hätten die ersten Leute sagen können, ha, ich will eine EPA und hätten die dann bekommen können, vielleicht, wenn es funktioniert hätte. Es gab im ersten halben Jahr so viele technische Schwierigkeiten, aber das kennt, na gut, das kennt man ja bei Softwareentwicklung grundsätzlich. Okay, jetzt sind 2 Jahre vergangen. Das heißt, man könnte also annehmen, es gibt jetzt einige Leute, die eine EPA haben. Es sind 0,7% der gesetzlich Versicherten. Das sind also auch wahrscheinlich 100.000 oder so. Kann ich jetzt gerade nicht im Kopf rechnen. Also von 80 Millionen sind es ungefähr 100.000. So, ja, würde ich mal sagen. Also gut, die Zahl können wir hier gleich nochmal richtig dann einblenden. Müssen wir nachschlagen. Gut, das heißt also, 99% der gesetzlich Versicherten wollten keine EPA oder wussten nicht, Wollten keine. die wollten keine oder wussten nichts von der EPA, weil eben das Gesetz hat ja vorgesehen, eben der Arzt bietet den Patienten die EPA an und die können dann ja oder nein sagen. Und nachdem das nun nicht geklappt hat, übrigens genauso nicht geklappt hat wie beim Personalausweis, wo man eben den Fingerabdruck ja freiwillig seit auch 10 Jahren abgeben kann. Da wurde ja dann auch vor 2 Jahren eingeführt, der Fingerabdruck ist verpflichtend. Das heißt also, wenn man mit der Freiwilligkeit nicht zu Rande, nicht zum Ergebnis kommt, dann kommt eben das Zwangsgesetz. Und dasselbe. Ja, aber guck mal, wie interessant das ist. Nur mal ganz kurz, dass wir das verstehen. Die Bevölkerung sagt ganz klar, nein, möchte ich nicht. Das ist schon das zweite Mal. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte diese Form der Digitalisierung nicht. Und ein paar wenige Menschen sagen, doch, sollst du aber bekommen, weil es ist gut für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, es ist gut für Digitalisierung, Infrastruktur, was auch immer. Also obwohl die Bevölkerung ganz klar diese Art der Digitalisierung nicht möchte, weil die ja auch sowieso schwer umzusetzen ist. Das hatten wir ja auch beim Fingerabdruck gesehen. Probleme sind ja nicht verschwunden. Trotzdem wird darauf bestanden, ne? Das ist nur mal angemerkt. Ja, es ist also eben vom Demokratieverständnis oder
Gefühl, was man eben eigentlich als mündiger Bürger in einer Demokratie haben sollte oder entwickelt hat, ist es irgendwie eben ein Schlag ins Gesicht, dass also jetzt nach 2 Jahren einfach gesagt wird, na gut, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir eben ab nächsten Jahr, also 2024 noch nicht, Ende 2024, gibt es dann eben eine Zwangs-EPA. Das heißt, jeder, der nicht widersprochen hat, bekommt, der hat automatisch eine EPA, auch wenn erstmal nichts drinsteht. Und sobald er dann zum Arzt geht, steht es dann halt drin. Und das ist, das ist natürlich schon wieder eben am Rande der Datenschutzgrundverordnung, weil ja eigentlich eben das immer ein Verwendungszweck oder ein Gesetz geben muss, um Daten speichern zu können, lagern zu können. Und dann wird eben in dem Falle einfach ein Gesetz geschaffen oder das entsprechende Gesetz, was es ja schon gibt, eben geändert an der Stelle. Wir haben ja immer wieder gesagt, im Verlauf der Jahre mittlerweile, der beste Datenschutz ist Datensparsamkeit. Das heißt, so wenig Daten wie möglich zu erzeugen. Das ist aber nicht das, wie jetzt große Unternehmen durch Daten verdienen. Da ist ja der Datenschutz weniger wichtig, denn umso weniger Daten sie konstruieren, umso weniger Daten können sie verkaufen und umso weniger verdienen sie daran. Das ist ja ein Grundthema, wenn es um Daten geht, was viel zu selten überhaupt kommuniziert wird, ja, das Verdienen durch Daten, durch Datentransfer, durch Datenkonstruktion, das sind unglaubliche Mengen an Geld, die da dranhängen. Das weiß man oft nicht, ist aber ganz leicht rausfindbar. Also, das sind ja alles börsennotierte Unternehmen größtenteils. Ich mache jetzt noch nicht die Überblendung zum nächsten Thema. Ich hab noch eine Frage zu EPA. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich also darauf achten, dass ich in Zukunft zu meinem Arzt gehe, nachfrage, habe ich eine EPA? Bitte, ich möchte nicht, dass dort eingetragen wird. Also wenn ich das nicht möchte, dann muss ich sozusagen darauf achten, beim nächsten Arztbesuch das zu sagen. Ja, verstehe ich das richtig? Ja, ich nehme an, dass der Arzt dann antworten wird, und was soll ich mit der Information anfangen? Ich kann die ja nirgendwo hinterlegen, weil sie haben ja keine EPA. Also, du meinst, ist, der Arzt hat noch gar keinen Zugriff auf diese EPA-Zentralstelle? Das hat er ja, das hat er, ja. Also das sollte funktionieren. Ob in seiner Praxis der Fall schon mal vorgekommen ist, das kann man bei den 0,7% vermutlich verneinen. Aber er hat auf jeden Fall Zugriff darauf. Du meinst, dass der Arzt... Er kann sich das nur in seine eigene Datenbank, in seiner Arztpraxis aufschreiben und merken. Aber, also er wird jetzt nicht die EPA anlegen, weil er das muss? Oder wie funktioniert das? Wer legt denn jetzt die EPA an? Schwere Frage, nächste Frage. Sagen wir so, er hat Zugriff auf das EPA-System und er sieht, dass für diesen Menschen noch keine EPA da ist. Wie das dann im Ende des nächsten Jahres aussehen wird, weiß ich nicht. Ob dann automatisch plötzlich leere EPAs aufploppen und die dann nur noch gefüllt werden müssen, das, ich weiß es nicht und vermutlich ist es technisch auch noch nicht geklärt. Ja, jetzt warte, lass uns kurz darüber nachdenken. Ich gehe zum Arzt, der Arzt hat nicht viel Zeit. Wir wissen, die Ärzte sind überfordert, sie kriegen zu wenig Geld, angeblich immer sowieso. Jetzt soll der Arzt freiwillig ohne Grund dich in eine EPA eintragen können, richtig? Rein theoretisch kann er das ja. Wenn du jetzt sagst als Patient, ich möchte, dass sie für mich eine EPA anlegen, weil ich bin gefährdet, ich habe Angst, dass ich irgendwann umkippe und dann weiß keiner, wer wo wie, dann würde der Arzt das machen müssen, auch wenn er nichts dafür bekommt. Also, aber er könnte das machen, rein theoretisch. Ja, rein theoretisch, das ist jetzt die Idee. Aber wenn ich das nicht sage, wird er jetzt nicht ein fleißiges Bienchen zwingend sein, der jetzt auf komm raus unbedingt eine EPA anlegen will für jeden seinen Patienten? Das ist ja ein Akt, ist ja ein Prozess. Wahrscheinlich muss man auch irgendwo was unterschreiben oder es bestätigen sozusagen, dass man das möchte oder dass man das gefragt wurde oder was auch immer. Nach der bisherigen Regelung war es so, dass man dann eben einen Brief von der Krankenversicherung bekommt, dass man ab jetzt eine EPA hat,
weil man sich das gewünscht hat. Und wie das dann in Zukunft sein wird, muss man sehen, wie das ausgestaltet wird. Also vermutlich werden die Krankenkassen alle anschreiben, ab so und so gibt es für jeden eine EPA, wenn sie nicht innerhalb von 4 Wochen widersprechen oder irgend sowas. Also eine Widerspruchslösung soll es ja geben. Ja, das heißt, wenn ich jetzt es verpasse, diesen Brief zu reagieren, weil ich ihn vielleicht als unwichtig erachte oder es noch nicht verstanden habe, was es bedeutet, das ist ja, wird ja nicht alles übersetzt, die technischen Begriffe werden ja nicht einfach übersetzt, dann kann ich vielleicht später widersprechen, rein theoretisch müsste das ja möglich sein. Da kann man hier ja keine Frist legen, also gesetzlich. Naja gut, in der bisherigen Regelung steht drin, wenn man eine EPA hat, sind die Daten da drin. Dann kann man sagen irgendwann, dass man keine EPA will, also dass die gelöscht werden soll. Dann bleiben die Daten anonymisiert aber da drin, weil ja immer dieser Zweck der Forschung eben vorgesehen ist. Und wie das dann... Also ist schon schwierig. Das ist schon ein schwieriges Thema. Ja, also... Das geht schon sehr weit. Die Löschung müsste man ja auch eben wirklich dann verbal irgendwie oder schriftlich sogar eben von sich geben, dass man das möchte, und weiß nicht, ob das schon vorgekommen ist, also und wie es abläuft. Ja. So, ja, jetzt sehe ich dich wieder. Jetzt folgendes. Wäre es denn nicht sinnvoll, das nicht so zentral zu machen, sondern eher dezentraler, dass man sagen könnte, jetzt nur mal als Gedanke, da ist jetzt ein Bundesstaat, sagen wir mal Berlin, für sich macht eine EPA, eine Berliner EPA für die Leute, die da wohnen. Und wenn man umzieht, nach Brandenburg rauszieht zum Beispiel, nimmt man seine EPA mit und lagert die dann auf die Brandenburger Zentralstation. Ich meine, sowas wäre doch dann eher realisierbar, oder? Das wäre vermutlich auch technisch einfacher. Gut, ob dann das Migrieren, das, wenn die Leute umziehen, wirklich alles funktioniert, ist die nächste Frage. Aber es wären zumindest überschaubare Größen. Und naja, die Datenschutzbehörden oder Aufsichtspersonen in den Betrieben oder Kliniken, die hätten noch was sie kontrollieren können. Während diesen riesen Moloch mit 60 Millionen oder 80 Millionen Menschen. Die 60 Millionen kommen aus den gesetzlich Versicherten. Es kommen ja irgendwann die Privatversicherten, also Beamte und sowas, die kommen ja irgendwann hinzu. Da habe ich heute im heutigen Artikel zum Beispiel geschrieben, die private Krankenkassenverband, PKV, der Verband der Privatversicherten, hat sich bisher immer schön zurückgehalten. Er hat gesagt, er befürwortet die EPA, aber die Privatversicherten machen erstmal nicht mit. Hat dann eben die Kosten alle auf die gesetzlich Versicherten abgewälzt. Die sind jetzt entstanden und verbraucht worden. Und jetzt sagen sie dann, bei der Zwangs-EPA machen sie dann auch mit. Ja, müssten sie ja dann. Ja, dann das müssen, wäre ja sonst nicht gerecht. Naja, nee, das bisherige Gesetz bezieht sich nur auf die gesetzlich Versicherten. Das heißt, wenn die nicht sagen würden, wir wollen auch, dann wären sie außen vor. Aber gut, der Gesundheitsminister will natürlich eben alle irgendwann drin haben. Und die Schonfrist für die Privatversicherten, die Armen, ist dann erstmal eben verschoben. Also wir haben sozusagen wirklich noch viel, was da auf uns zukommt. Man sollte also schon die Briefe lesen, die da von der Krankenkasse kommen, die Informationsbriefe über Daten, Datenschutz und so weiter oder Hinweise, weil es vielleicht auch nur ein Hinweis ist, wo das drinsteht, dass Sie das jetzt hiermit, wenn Sie nicht widersprechen und so weiter, und Sie müssen selber für sich entscheiden, was möchten Sie machen. Ich finde die Informationslage schrecklich. Ich finde auch die Herangehensweise unlogisch. Wenn man weiß, die Schweiz und Österreich schaffen das, ist es mir für mich absolut unerklärlich, dass man seine eigenen Wege geht und es einfach nicht schafft. Dafür aber unglaublich viel Geld verschleudert, was wir woanders natürlich wesentlich besser einbringen könnten. Wenn wir irgendwas in den Sendungen erzählen, was eben nicht auf die Schnelle klar ist, so kann man uns jederzeit ansprechen. Und wir schreiben auch gern zurück oder gehen in der nächsten Sendung einfach drauf ein. Wir wollen das ja zu einer regelmäßigen Sendeschiene machen.